Gestaltbarkeit von Partizipationsprozessen? Wenn die Menschen mehr Partizipation fordern, was ist Ihre Einschätzung? Geht das überhaupt? Lohnt sich das, dass so eine Institution wie die Stiftung sich jetzt Gedanken macht, Mensch, wie können wir Prozesse gestalten? Weil es ein bisschen gegenläufig ist, wenn jetzt eine Stiftung oder bestimmte Gruppen sich wieder hinsetzen und solche Prozesse definieren. Ist das nicht so, wie Sie gesagt haben, dass sich diese ganze Formation sowieso einmal drumherum formiert und ganz andere Kanäle nutzt, sodass man sagen muss, naja, da haben wir wenig Einfluss. Das Problem ist immer, versuchen Sie mal auf einer Party sozusagen verantwortlich zu sein für gute Gespräche. Ich weiß ja, ob es schon jemand probiert hat, aber ich würde immer sagen, lassen Sie diese Rolle lieber weg. Weil auf einer Party entstehen gute Gespräche oder sie entstehen nicht. Und die arme Sau, die dafür verantwortlich sein soll, die macht sich ziemlich zum Affen. Also insofern, wenn Sie Partizipationsprozesse im Kopf haben, sehen Sie nicht zu, dass Sie die richtige Plattform haben. Sehen Sie nicht zu, dass Sie die organisieren. Weil da kann ich nur sagen, fröhliche Weihnachten, fröhliches Versuchen, das wird eine Katastrophe. Und wenn Sie dann hinterher auch noch der Meinung sind, verantwortlich zu sein für die Ergebnisse, dann haben Sie endgültig gewonnen. Weil dann sind Sie sowas von verarscht, dass mir schwindelig wird beim Zugucken. Das ist ein Teil, den übernehme ich nirgendwo. Und wenn Sie den übernehmen, kann ich nur Sieg heil wünschen oder Kauf oder sonst was. Das wird nicht funktionieren. Ja, schon okay. Aber das macht man einfach nicht. In den Netzen gehört bitte schön die Bewegung, schneiden wir raus, logisch. Aber in den Netzen gehört die Bewegung einfach den Netzen. Nicht irgendjemandem. Netze kann ich nicht organisieren. Dann könnte ich nämlich hingehen und den Netzwerker des Jahres prämieren. Genau, was wäre denn also auf so eine geniale Idee würde ich gerade mal kommen. Was wäre denn zum Beispiel, wenn wir sagen, Mensch, Demokratie, ja, neu gestalten, was ist, oder Wirtschaft, neue soziale Marktwirtschaft ist ein Thema hier. Wo würden Sie die Aufgabe sehen? Also Think Tank ist immer, finde ich wenigstens, was man immer machen kann, ist ein Teil des Diskurses zu werden, also interessante Wahrnehmungen mitzuteilen. Ich habe einfach das Gefühl, die meisten Innovationen sind wahrnehmungsgetrieben. Ich würde mir echt wünschen, dass Leute Phänomenologie wieder lernen, weil die gucken nicht richtig. Sie kommen mit Konzepten, ohne zu gucken. Also wenn ich irgendwas an unserer Methode liebe, ist, dass ich gezwungen bin, erstmal weitgehend konzeptfrei zu gucken. Und ich habe einfach gemerkt, die meisten Dinge lerne ich nur über strukturiertes Gucken. Nicht, weil ich es schon vorher weiß, sondern einfach nur, weil ich mich ankopple an die Dynamik, die da ist. Und das, finde ich, wäre eine hervorragende Aufgabe für jemanden, weil die Politik hat aufgehört zu gucken. Entweder haben sie die Instrumente nicht mehr. Ich befürchte, dass das, was Demoskopie mal für die Politik war, nämlich ein strukturiertes Wahrnehmungsorgan, ist mit der Entstehung von komplexeren Wertelandschaften kaputt gegangen. Und jetzt stehen die da, haben eine Brille gehabt, die hat relativ lange funktioniert und jetzt ist die Brille nicht mehr richtig. Jetzt setzen sie verzweifelt ihre unscharfe Brille auf und tasten sich da mit irgendwelchen Instrumenten, einschließlich der Sonntagsfrage, verzweifelt durch die Gegend und versuchen herauszufinden, was will diese Welt. Das Instrument ist falsch. Die gucken einfach nicht mehr richtig. Und das alles dann dem intuitiven Politiker anzulassen, nach dem Motto, ja, aber du musst volksnah sein. Wenn du volksnah bist, weißt du, was los ist. Versuchen Sie mal heute volksnah zu sein. Wer ist denn das Volk? Also mache ich dann jeden eine Kartoffel, kriegt eine, sozusagen, du bist für die, und dann springen die nur hin und her. Das heißt, einer läuft dann immer hinter denen her, oder wie geht das? Also über die individuelle Intuition das zu lösen und zu sagen, uns fehlen die intuitiven Politiker. Da würde ich sagen, ja, die wird es nie wieder geben. Weil so geht das nicht. Also sowohl der Volksnahe hat verloren, als auch der sozusagen analytisch ist mit den klassischen Mechanismen, der also von morgens bis abends bei Emnet rumhängt oder so. Das geht auch nicht mehr. Also haben wir doch das Problem, dass wir Organisationen schaffen müssen oder Unterstützung liefern müssen bei der Wahrnehmung von dem, was in der Gesellschaft stattfindet. Damit wird man eine Wahrnehmungshilfe, so wie guter Journalismus immer eine Wahrnehmungshilfe war. Guter qualitativer Journalismus hat Strömungen in der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. Und damit war er wertvoll und alles war, wenn man so will, ein ernstzunehmender Beitrag. Und ich glaube, dass wir da wirklich einen guten Beitrag leisten können. Also es geht nicht darum, die Verantwortung für Partizipation übernehmen, sondern es geht darum, Diskurse intelligenter zu machen. Das finde ich viel interessanter. Und wenn man da einfach dann auch zugibt, dass das ein Diskurs ist und nicht der Meinung ist, man müsste jetzt sozusagen hinterher die Ergebnisse für alle nachvollziehbar zusammenfassen. Also Ergebnisse fasse ich zusammen bei solchen Geschichten. Das mache ich gerne, weil das ist eine strukturierte Wahrnehmung von etwas. Und die zu vermitteln, finde ich, ist für sich genommen etwas, was der Sache wert ist. Aber wenn ich jetzt Partizipation mache und ich will jetzt sozusagen die richtige Entscheidung daraus destillieren und mit der dann ganz groß Furore machen, ich glaube, dann hat man das Prinzip Partizipation an dem Punkt missverstanden. Also wenn Sie sozusagen alles, was Sie getan haben in diesen Partizipationskreisen, darüber werten, was hinterher an Papier rausgekommen ist oder was Sie dann sozusagen als Empfehlung hatten, dann haben Sie den Wert Ihrer eigenen Partizipationsbemühungen nicht verstanden. Weil ich nehme mal an, Sie haben Diskurse angeregt, die sonst nie zustande gekommen wären.
das ist der Wert, nicht das Ergebnis. Was Sie natürlich können, über die Stiftung muss man ja auch mal fair sein, Sie verteilen Geld. Das heißt, wenn Sie Geld verteilen, verteilen Sie Energie. Und wenn Sie Energie verteilen, ändern Sie Welt. Das ist ganz einfach. Also die Themen, die Sie sozusagen mit Finanzen versorgen, werden einfach diskursfähiger. Also wenn Sie sich auf die Matte schreiben, meinetwegen jetzt wir starten, Redefinition von Demokratie, machen das zum Thema, sowohl was die Massenmedien angeht, auch was die finanzielle Zuteilung angeht, dann werden Sie merken, dass Sie etwas ändern. Und zwar nicht unbedingt, weil Sie gleich einen intelligenten Beitrag leisten, sondern weil Sie Geld leisten. Und das muss man einfach auch mal fairerweise sagen, das Vermitteln von Geld ist, und deshalb hat Politik ja diese enorme Bedeutung, ist einer der Hauptgestaltungskriterien, die wir ansetzen können. Das, also das Verhandeln von Budgets im politischen Kontext ist wahrscheinlich die am meisten wirksame politische Leistung.